Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute machen wir zusammen den vermutlich letzten Weltauftrag in der großen Kluft unterirdische Minen. Und zwar heißt der vermisste Minenarbeiter. Und diesen Weltauftrag startet man, indem man hier in den unterirdischen Gewässern, wie man hier hinkommt, ist ganz einfach, man teleportiert sich zu diesem Teleportationspunkt, läuft nach links in den Minenschacht rein, da muss man hier einfach nur runterspringen. Und wenn man hier runterspringt von da oben, also von hier, dann ist hier so ein riesiger Baum, den kann man eigentlich nicht verfehlen. Und in diesem Baum kann man reingehen und hier ist ein Handbuch und ein Arbeitshandbuch und damit muss man interagieren. Ein Arbeitsheft mit der Aufschrift He auf dem einen Band. Vermutlich der Name des Besitzers des Heftes. Auf den ersten Seiten des Hefts steht: Shiling hat nach dem Spielzeug gesucht, das er seiner Tochter geschenkt hat. Aber es ist nirgends zu finden. Also muss ich morgen tiefer in die Mine gehen und ihm bei der Suche helfen. Juckende Ohren. Meine Ohren jucken. Jucken, jucken, jucken meine Ohren. Es ist so lästig. Ich habe fast kein Essen mehr. Die Stimme sagt mir, aber ich kann diesen Pilz essen oder nicht. Auf den letzten Seiten heißt es: Ich kann es hören, ich höre. Hehehehe, das Pilzfleisch. Hehe, Pilzfleisch. Lecker, hehe, Pilzfleisch. Ja, sehr interessante Quest. Leute, sagt mal, was ist hier los? Oha, sein Gesicht sieht schrecklich aus. Und er ist einfach aufgetaucht, ohne ein einziges Geräusch zu machen. Ist das nicht? Denke ich nicht. Hey, was macht ihr hier? Habt ihr auch schon alles aufgegessen? Bist du Onkel He? Was, junger Mann? Wovon redest du? Ich kann dich nicht verstehen. Wir fragen, ob du Onkel He bist. Ach so, ja, der bin ich. Ich bin He. Bist du auch hier gefangen und hast nichts Essbares mehr in deiner Tasche? Ach, du hast auch nicht viel Glück. Aber es ist schon in Ordnung. Ich habe Essen hier. Du musst Hunger haben. Hehehehe. Also Hunger hätte Paimon schon. Dieses Pilzfleisch kann man nicht einfach so essen. Du hast recht. Sein Verstand scheint ziemlich durcheinander zu sein. Und was ist mit diesem seltsamen Tar auf sich? Hat es. Paimon wettet, dass es etwas mit dem Essen von diesem Pilzfleisch zu tun hat. Pilzfleisch? Das schmeckt gut. Komm, ich gebe euch ein bisschen Pilzfleisch. Hehehe, Pilzfleisch. Aber was? Was? Das Pilzfleisch ist weg. Dann lass uns das Pilzfleisch vergessen und alle zurück ins Lager gehen. Nein, kein Pilzfleisch mehr da. Ohne Pilzfleisch habe ich nicht die Kraft zu gehen und ich gehe nirgendwo hin ohne Pilzfleisch. Ohne Pilzfleisch gibt es hier nirgendwo etwas zu essen. Wenn ich Pilzfleisch esse, kann ich überall hin. Wo gibt es solches Pilzfleisch? Pilzfleisch? Ich weiß, wo es Pilzfleisch gibt. Lass uns ein bisschen Pilzfleisch essen, damit wir die Kraft haben, weiterzumachen. Hier in der Nähe. Es gibt keinen Ausweg. Lass uns erst einmal Pilzfleisch für ihn finden. Scheint, als wäre es die einzige Möglichkeit. Pilzfleisch. Richtig großes Pilzfleisch. Boah, das ist ein sehr angenehmer Text zum Lesen, weil ungefähr 47.000 Mal Pilzfleisch darin vorkommt. Sehr, sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm. Gut, und dafür gab es sogar schon eine Errungenschaft. Interessant. Versteckte Weltauftrag, unversteckte Errungenschaft. Alles erledigt? Damn, der Typ, Onkel He ist stark. Pilzfleisch, Pilzfleisch. Seit ich Pilzfleisch esse, tut mein Rücken nicht mehr weh und meine Hände sind kräftiger. Ich fühle mich ein paar Jahre jünger. Pilzfleischmonster sind besser als Pilzfleisch. Je größer, desto besser. Könnte es sein, dass er so kräftig wurde, nachdem er dieses Pilzfleisch gegessen hatte? Dass es uns mehr Kraft verleihen könnte, warum nehmen wir nicht auch ein paar Bissen? Ist es nicht einfach so? Ja, ja, Paimon weiß. Aber jetzt sollte er bereit sein, mit uns zurückzukommen. Pilzfleisch, hehe, das schmeckt gut. Onkel He, komm mit uns zurück zum Lager. Ja, ihr könnt euch zu mir gesehen, dieses Pilzfleisch, hehe, das hält sich lange, wenn es getrocknet ist, sehr lange. Komm mit uns zurück zum Lager. Was, wer ist mager, aber gut, nachdem ich Pilzfleisch gegessen habe, kann ich alles. Spielt es da, dass uns Onkel He zurück nach Jinwu, bringe, das wäre sein Ort. Zu Jinwu. Oh, jetzt steht's richtig da. Bringe Onkel He zurück zu Jinwu. Ist Jinwu im Lager angekommen? Pilzfleisch, leckeres Pilzfleisch gefuttert. Kleine Pilze, Pilzmonster, Großpilze, hehehe. Onkel He, was hat es mit diesem seltsamen Tar auf sich? Ich wusste, dass du noch lebst. Unglaublich, dass deine Familie mich sogar zum Totenmahl nach deiner Beerdigung einlud. Ich sagte ab und sagte ihnen, wie könntet ihr ein Totenmahl veranstalten, wenn der Tote nicht tot ist. Du musst in den Minen viel gelitten haben, aber es ist gut, dass du am Leben bist. Am Leben zu sein ist gut, lebende Pilze sind köstlich, hehehe. Onkel He? Er war schon so, als wir ihn fanden. Ein bisschen verrückt, immer nach Pilzen schreiend. Pilze. Die große Kluft ist ein gefährlicher Ort für normale Menschen. Pflanzen und Pilze, die hier wachsen, können auch für den menschlichen Körper schädlich sein.
Und deshalb hat die Huishan-Kammer strenge Regeln aufgestellt, die es verbieten, hier unten etwas zu essen. Aber Onkel He war in den letzten Jahren im Bergwerk und er hatte keine andere Wahl. Was soll ich seiner Familie sagen, so wie er jetzt ist? Studiert hier jemand Pilze? In diesem Fall könnte Kedief etwas im Petto haben. Schließlich ist er ein Gelehrter der Sumeru und muss Pilze studiert haben. Ihr wartet hier einen Moment, während ich Kedief hole, um zu sehen, wie es Onkel He geht. Pilzfleisch, Pilzfleisch. Ah, ich weiß wirklich nicht, ob sich Onkel He so noch erholen kann. Wenn er so bleibt, wird seine Familie nicht glücklich sein, auch wenn er zurückkehrt, oder? Du kannst mich nicht einfach zwingen, hierher zu kommen, während ich mit meinem Bericht erst halb fertig bin, Jinwoo. Obwohl du der Leiter des Erkundungstrupps bist, ist es nicht in Ordnung, meine Forschung zu stören. Ich ziehe ernsthaft in Erwägung, deine Belohnung zu kürzen, wie sie es vorgeschlagen haben. Die Belohnung ist egal. Lass uns seine Situation ansehen. Meine Ohren jucken. Wer ist der? Was hat es mit diesem seltsamen Tarn auf sich? Hast du ihn gefunden? Warum stolperst du immer über merkwürdige Ereignisse? Aber wie war er so, als du ihn gefunden hast? Ihr erklärt Kedief, was im Zusammenhang mit Onkel He geschehen war. Kedief untersucht Onkel He sorgfältig. Zum Glück ist alles in Ordnung, nichts Ernstes. Er hat doch gesagt, dass seine Ohren jucken. Und das wurde durch die Sporen dieses Pilzes verursacht, die in den Gehörgang gelangt waren. Obwohl der langfristige Verzehr dieser Art von Pilzen die geistige Gesundheit beeinträchtigt, schadet er dem Körper nicht. Mit anderen Worten, er kann sich erholen. Ich habe den Pilz aus seinem Körper entfernt und auch eine Medizin hergestellt, die die gestörten Nerven beruhigt. Bei guter Erholung ist eine Genesung noch sehr wahrscheinlich. Das Geld für die Herstellung der Medikamente, keine der Zutaten ist teuer. Sie sind nur die Mahlzeiten eines Monats im Lokal Jinyue wert. Das ist nichts der Rede wert. Nun, ich werde einen Weg finden, dich zu bezahlen. Das ist ein kleiner Betrag, der gar nicht erst gezahlt werden muss, aber ich kann einen weiteren Eintrag zu meinem Bericht hinzufügen. Seit ich hier auf die besonderen Pilze gestoßen bin, bin ich neugierig auf die langfristigen Folgen ihres Verzehrs, aber ich habe noch keinen willigen Assistenten gefunden. Du meinst Versuchskaninchen? Das könnte man so sagen, aber dieser Pilz wurde bereits untersucht und verursacht keine irreversiblen Schäden am menschlichen Körper oder Geist. Aber wenn man bedenkt, wie eigenartig die große Kluft ist, könnte die Umgebung hier eine weitere Ursache für seine Symptome sein. Wie auch immer, lass ihm seine Medizin nehmen und sich ausruhen, seine Chancen auf Besserung sind hoch. Das ist gut, das ist gut. Ich schicke Onkel He später hinauf. Wenn er sich erholt hat, bringen wir ihn nach Hause. Wir müssen es auch seinen Freunden sagen. Er war ein erfahrener, flinker Bergmann. Er kümmerte sich sehr gut um die jungen Arbeiter, die neu in der Mine waren. Nachdem er damals verschwunden war, dachten alle, dass der Herrscher über die Felsen seine Augen geschlossen hätte, sodass es guten Menschen schlecht erging. Ich bin mir sicher, dass die Leute froh sind, dass er dieses Mal zurückkommt. Der vermisste Minenarbeiter. 30 Urgestein, 3x NS Hinweisheit und 250 Abenteuer-EP. Außerdem Ansehensbelohnung für Liyue. Das war nämlich Weltauftrag 51 von 51, zumindest für mich. Und ja, damit war es auch schon wieder mit dem Video. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen. Würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, macht's gut rein und ciao, ciao.